Elektromobilität wird auch bei Langstreckenreisen immer wichtiger. Will man zum Beispiel mit dem Flieger in den Urlaub, dann möchte man auch nach der Rückkehr mit dem E-Auto vom Flughafen gut und problemlos wieder nach Hause. Damit immer genug Strom im Akku ist, hat die Salzburg AG vor wenigen Tagen am Flughafen Salzburg eine neue Schnellladestation, einen sogenannten Hypercharger, in Betrieb genommen. Bei uns am Flughafen kennen wir natürlich auch sehr viele Passagiere mit E-Autos mittlerweile. Und für die ist es auch wichtig, dass die Sicherheit haben, dass wenn sie nach Hause fahren wollen, wieder nach der Reise, dass das E-Auto wieder laden können, dass sie sicher nach Hause kommen. Selbst wenn man zeitlich knapp dran ist, gibt es mit dem E-Auto am Flughafen jetzt kein Problem mehr. Also das ist unser Hypercharger der neuesten Generation. Bei dem Hypercharger kann man in 10 Minuten so 100 bis 150 Kilometer Reichweite ins Elektroauto hineinladen. Damit unterscheidet sich der Hypercharger vor allem in der Ladegeschwindigkeit von normalen Ladestationen, die zum Beispiel in Privathaushalten montiert sind. Es ist ein anderes Ladekabel. Bei der Wallbox lädt man normalerweise mit 11 kW und der Hypercharger hat bis zu 150 kW, also mehr als das Zehnfache der Leistung. Der neue Hypercharger am Flughafen Salzburg befindet sich direkt neben dem Tower an der Innsbrucker Bundesstraße und kann ab sofort von allen E-Autofahrern genutzt werden.